Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht's? Willkommen zurück zu Super Donkey Kong 64. Beim letzten Mal sind wir hier im Wunderwald angekommen und haben zuletzt das wunderbare Maulwurf-Rätsel gemacht, das uns einigermaßen abgefuckt hat, aber passt schon, ne? Es geht mir wieder gut, den Umständen entsprechend halt. Und ja, der nächste Fick, und zwar Koopa. Hi. Hey Mario, lass uns doch racen. Mit diesen neuen Schuhen kann mich keiner schlagen. Ich hol mir erstmal die Kappe, mein Freund. Weil ich halt glaube, dass die Kappe mich weiterbringen wird. Und ja, es gab im letzten Part eine neue Kappe zu bestaunen, und zwar die Flash-Kappe. Wer hätte es gedenkt, ne? Ich denke, damit kann man definitiv gewinnen. Also, was ist denn jetzt hier los, ha? Wohin geht's überhaupt? Das weiß ich auch nicht. Wo ist das Ziel der Reise? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Koopa extrem schnell sein wird, und oh mein Gott, ist der schnell. Ach du Scheiße, das schafft man da so überhaupt nicht. Also jetzt mal ohne Witz. Okay, ich laufe ihm erstmal hinterher und guck mir dann an, wo der hin will. Du hast ja echt keine Chance, Alter. Wow. Das ist ja... Du schaffst das nicht. Du hast keine Chance. Und das war, glaube ich, in DK64 in, ja, so eine Stacheltextur, die auch geschadet hat, ja. Oh mein Gott. Tja! Diese neuen Schuhe haben sich ausbezahlt. Ja, jetzt haben wir verkackt, ne? Sehr gut. Wirklich sehr gut. Dann machen wir diesen Stern irgendwann mal, weil ich wusste halt echt nicht, wo es hingehen soll. Ne? Aber gut. Nee, aber hier. Was ist das denn? Ich habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ein Haus. Ui. An dich kann ich mich gar nicht erinnern. Du alte Wildschute, wo kommst du denn her? Hm. Ist da irgendwas? Nö. Ich dachte, vielleicht kommt man irgendwie aufs Dach und kriegt dann den Stern. Wäre sehr schön zumindest, ja. Nö, nichts. Ist anscheinend nur so ein bisschen Zierde. Die alte Wildsau. Ne? Ich habe übrigens rausgefunden, Kinders, jetzt mal hier Real Talk und so, wie man die anderen Sterne holen kann. Ihr wisst schon, die... Oh. Die Sterne aus dem Wasserlevel, Name vergessen, und aus der Frantic Factory. War das jetzt hier? Hm. Na, aus Fabrik Fatal und aus diesem, ja, anderen Level halt, ihr wisst Bescheid. Ah, hier! So einfach! Ja, denn will ich dazu mal nichts gesagt haben, dann ist das natürlich okay und ist das wahrscheinlich durchgewunken worden. Ist in Ordnung. Na, ihr wisst schon, das eine Wasserlevel und dann halt noch die Firma. Die Firma. Die eine oder keine. Für keine andere Frau gehe ich lieber in den Bau. Jetzt mach doch da bitte den Seitwärtssprung, dass du da auch hochkommen kannst, ja? Fräulein. Boah, dieser Mario. Er regt irgendwann die Massen total auf und du kannst halt mit dieser Kappe null abschätzen, wie du das Ganze steuern sollst, Alter. Es ist so eine Kacke. Ich will einfach nur gucken, was da oben ist. Es ist wahrscheinlich, dass da nichts ist, weil, naja, ne, da war der Stern. Also warum sollte da oben jetzt noch ein Stern sein? Trotzdem. Es ist echt wirklich, also es ist wirklich, wow. Das ist die Performance der Kappe, du hast keine Kontrolle über Mario. Kaum. Und dann sollst du noch gegen so einen Koopa gewinnen. Wir fangen schon wieder an zu haten, ne? Aber ich kritisiere das Spiel mit Niveau. Ah, das ist jetzt schon wieder... Mehr kann auf höchstem Niveau... Auf höchstem Niveau kann ich euch sagen, Kinders. Und ich kann auch kein Deutsch, ne? So wie immer eigentlich. So, was ist da oben? Ich schätze, da ist locker irgendwas. Da komme ich ja sowieso nicht hoch. Was ich hier wieder mache, ist Zeitverschwendung des Todes. Nein, mache ich nicht. Aber hier ist trotzdem nichts. Hey! Hä, ich wollte einen Dreisprung machen, okay? Was soll denn das? Jetzt sag mir nicht, ich komme nicht mehr hoch. Oh, natürlich.
Es ist ja ganz normal. Komm, gib mir die Kappe. Falsch, das hier nicht aus. Überlebe ich das hier nicht. So, was ist da im Brunnen? Ha? Huh? Oh. Wow, das sah sehr komisch aus. Das hat mich wirklich sehr, sehr... Was zum Fick ist das denn hier gerade? Das Spiel verwirrt mich gerade ein bisschen, ne? Ich glaube nicht nur mich, ich glaube auch einige von euch. So, wir haben schon 5 Sterne, 2 fehlen noch. 1 Stern. Aha. Guck mal an. Müssen wir dich etwa befreien, mein kleines Freundchen? Vielleicht. Boah, man muss das jetzt 1000 Mal machen, Alter. Schaut mal. Was willst du von mir? Komm ins Wasser. Ei. Aber ihr habt gesehen, wie langsam das Ganze sich bewegt hat, ne? Oh mein Gott. Ne, man braucht die Kappe definitiv dafür. Wow. Ey, der Baumstamm, der hat sich ja null bewegt. Der wollte ja gar nicht bewegt werden. Das ist die Schwierigkeit daran. So eine abgekartete Scheiße. Jetzt komm, jetzt mach deinen Move da, du verdammtes Miststück. Aber es ist auch so schwer, den zu treffen, ne? Bewegt er sich überhaupt? Ich glaube ja fast nicht, ne? Ja gut, dann, dann eben nicht. Okay, man soll da irgendwie hoch, nehme ich jetzt mal an. Ich habe den Stern auch, glaube ich, schon gesehen. Die alte Wildschütte, wie komme ich denn da hoch? Ich glaube, ich weiß wie. Ah nee, komm schon, das wäre jetzt fast ein Dreisprung geworden. Ich dachte erstmal, man müsste echt den Kettenhund befreien. Dann holt man sich so einfach einen Stern ab. Ja, das ist ja mal wieder, was ist das denn? Das ist ja wieder, wow. Gut, dann lass uns den Kurs exiten. Wir gehen in die anderen beiden Welten. Und ich würde sagen, ja, soll ich das schneiden? Lohnt sich das? Ja, komm, machen wir mal. Wir sehen uns bei Stern Nummer 1. Ja. So, Kinders, ich glaube, ich habe es gefunden. In dieser Grube wird eine sehr, sehr wichtige Person sein, im Sinne von ein sehr wichtiger Gegenstand. Ja. Nämlich. Der Wasserstandsveränderer. Und wofür der sorgt, das ist doch selbsterklärend, ihr Idioten. Er verändert den Wasserstand, ja. So. Was macht man dann, wenn man den Wasserstand verändert hat? Man sieht hier irgendwelche Steinblöcke, die man quasi zerstampfen kann. Und da sind sehr, sehr knackige Itzibitis drin, die man quasi sich gönnen kann, sich gönnerisieren kann. Und wenn man 5 Stück hat, dann gibt's auch vielleicht einen Stern. Gut. So einfach ist das. Ich habe einfach diesen Wasserstandsveränderer nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Oder ich habe ihn gesehen, aber ich habe ihn nicht beachtet. Na, wäre das jetzt mein, wenn ich jetzt mein Kohai gewesen wäre, hätte ich ihn nicht gesenpeit. Na? Die alte Wildstute. Nee, ich finde das Rätsel cool, aber ich habe nicht darauf geachtet. Na? So viel dazu. Ja, das waren dann schon alle Sterne aus dem Aquaanus. Und jetzt kommen wir zum letzten Stern, den wir nochmal nachholen müssen. Und zwar ist das kein geringerer Stern als der Geisterstern. Und was ich damit meine, das werden wir jetzt gleich sehen. Ihr alten Drecksäcke. Ihr könnt euch ja bestimmt noch an den guten Bob-Omb erinnern, der hier stand und sagte: Yo, kannst du mir helfen? Hier sind voll die schlimmen Geister. Hey! Ja, und das Ziel ist es, wer hätte es gedenkt, sich jeden Geist zu schnappen und zu besiegen. Wow, Kinders. Ich bin überwältigt. Ich hätte niemals gedacht, dass das irgendwie Aufgabe eines Sterns sein wird. Weil es einfach so unoffensichtlich ist.
Klar, ne, also ich muss halt echt sagen, ich finde zwar diesen Hack extrem cool, ne, das ist einer der besten Hacks, den ich je gespielt habe. Aber gerade bei solchen Sachen, wo man irgendwie Hilfe braucht, in Sachen gerade in solchen Sachen, wo man die Hilfe braucht, bei Sternen, wo man da um Rat gebeten werden möchte, was für einen Stern man denn holen muss, und dann findet man es nicht, weil die ganzen Level halt so aussehen und du siehst nicht, welchen Stern du gerade holen musst, weil es halt so Open World ist, kann man das ziemlich als schlechten Punkt darstellen, ne? Das muss man ganz klar so sagen. So, und wenn man alle Geister besiegt hat, kann man gegen einen großen Geist kämpfen, der irgendwo auftauchen wird. Das kann ich euch versichern. Ja, ja. Weiß nur nicht wo. Hm. Ich sehe auch ehrlich gesagt keinen. Da ist ein Bob-Omb. Ja, schon gut. Aber wo habe ich denn einen Buhu übersehen? Oder ist der nächste Gast irgendwie hier? Ja, guck an. Hallo! Und sonst so? Kommt da noch irgendwie ein Hinweis an oder? Nö, ne? Ah, guck an. Und jetzt taucht er auf. Also ihr seht, das ist halt total... Wie willst du das wissen? Das kannst du nicht wissen. Und dafür gibt's den Stern. Na, ich finde, man hätte trotz dieser Open-World-Geschichte ruhig noch einfügen können, wie die Sterne heißen und wie man, naja, halt so ein kleiner Hinweis, dass man ihn irgendwie holen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Gut. Ne, kein böses Blut und so, weißt du Bescheid. Wie komme ich jetzt am besten zum nächsten Level? Gibt's ja nicht irgendwo Crankies? Crackhütte? Cracky? Cracky! Ich heiße Cranky, du Arsch! Okay, sorry. Sorry. Ja? Nee, ich weiß nicht. Ich muss sagen, Kinas, ich finde zwar, das Rätsel ist gelungen von der Idee her, ne? Das kennt man ja auch schon so aus SM64, ne? Aber du hast halt wirklich keinen Hinweis darüber bekommen. Ja, du kriegst keinen Hinweis, dass du... Naja, dass du das so holen musst. Und deswegen finde ich das jetzt nicht so ganz knorke, nicht wahr? Aber gut, vergessen wir das und das Crankys Labor, das sollten wir uns merken. Ich will jetzt aber nicht zu Crankys Labor, ich möchte jetzt liebend gerne zum Cooper. Ich weiß aber nicht, wo der ist, die alte Wildstute. Ich gehe falsch. Ich glaube, ich gehe gerade echt falsch. Ja. Bye. Vor allem, wie soll ich das denn machen? Soll ich vielleicht mit Weitsprung agieren? Sind die schneller im, oder der Hechtsprung? Ist der schneller? Ich weiß es nicht. Keines Ahnung. Ja. Aber ich denke, auch das ist mal wieder so eine Aufgabe. Das werde ich cutten. Definitiv. Weil ich halt keinen Bock habe, wie im letzten Part, diesen riesen Fehler zu begehen. Naja, mich über das Spiel auszukotzen. Oder mich über die Idee auszukotzen, die er da hatte. Na, von der Idee her muss ich ja sagen, wirklich top. Hast du wirklich gut gemacht. Ja, ja, ja. Und ich gehe wieder falsch. Das kann doch nicht wahr sein. Wobei hier eigentlich der richtige Weg ist, oder? Nein. Ist auch falsch. Oh. Wisst ihr, deswegen hasse ich den Wunderwald. Der ist so groß. Es gibt so viele Türen. Klar, die ganzen Baumtüren haben so eine andere Farbgebung und sowas. Da kann man sonst ein bisschen unterscheiden. Aber trotzdem, ne? Wow. Das muss nun mal nicht sein. Und wir sind da, okay. Gut, ich würde sagen, ich setze hier mal ein Safe State. Und dann geht die Luzi ab. Also er war am Anfang halt echt schon echt langsam, dass ich mal dachte, okay, wie einfach ist das denn? Aber der wird extrem schnell. Die Wildstute. Guckt euch mal an. Am Anfang macht der gar keinen Speed. Der ist extrem slow. Und das ist halt so der Moment, wo ihr quasi... Naja. Den Vorsprung... Und da passiert sowas. Da kannst du es direkt schon vergessen. Ne, du backst irgendwo an. Und das passiert in diesem Spiel so oft. Naja. Jetzt nicht so cool, ne? Aber okay,
Ich würde sagen, ich mache so 3 Versuche im Part und dann, wenn es nicht geklappt hat, sehen wir uns dann auch gleich direkt wieder, ja. Also ich bin auch da, keine Angst, ne? Nein. Jetzt habe ich die Challenge gemacht. Nein. Oh Gott! Cooper! Da war sie. Oh, das war so klar. Ich hätte diese Zeit gedünstig machen sollen, ey. Diese Zeitscheiße da. Komm schon. Schaffen wir es noch? Ah. Ne? War jetzt schon echt sehr unglücklich, muss ich sagen. Und ne, da müssen wir direkt losrennen. Wirklich sehr unglücklich, was da gerade eben passiert ist. Und schon wieder. Das kann doch nicht sein. Warum wird das denn... Hör doch auf. Das ist total behindert. Ach, boah, Junge, das ist doch wirklich... Oh, Junge. Der backt überall an. Überall. Meine Fresse. Mario, du bist kein Bäcker, weil du überall anbackst. Spasti. Oh. Ich denke, wir können das schaffen, wenn wir nirgendwo anecken, weißt du? Dann kann man es schaffen. Gerade, glaube ich, bei dem Sprung hier, der so viel ausmachen kann. Ne, so auf längere Sicht holt man da schon so ein paar bare Sekunden raus, die alte Wildstute. Gerade hier, gerade hier. Vorher noch so ein bisschen, Oh Gott. Oh Gott. Ja! Gerade bei solchen Höhen, wo Cooper noch so ein bisschen höher laufen muss, da wird er ein bisschen langsamer. Oh mein Gott. Wow. Boah, du bist echt was. Hier, nimm diesen Stern. Wow. Hat er den Stern gerade aus seinem Arsch geholt? Er ist mittlerweile sehr dehnbar. Das glaube ich dir. Aufs Wort, du alte Wildstute, du. Meine Fräsen. Wow. Kinders. Ich würde mal sagen, wir haben hier 100% geholt. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um sich von hier zu verpissen. Und zum nächsten Level zu gehen. Kann man sich generisieren. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, wo das nächste Level sein soll. Da hinten auf dem riesigen, auf der riesigen Insel oder hier. Das weiß niemand so genau, ja. Ich glaube aber echt, dass hier nichts ist. Ist nur Zierde wahrscheinlich, ja. Wobei, warte mal. Komisch. Wo ist denn die nächste Welt dann? Das ist extrem komisch, ja? Boah. Wo waren die? Es gibt noch 2 Welten, glaube ich. Aber wo die sein sollen, das kann ich euch echt nicht sagen. Ist die nächste vielleicht da hinten? Auf King K. Rool? Womöglich ist es, aber... Ah. Kann es jetzt auch nicht bestätigen. Hier sind noch so viele Eingänge, die versperrt worden sind. Das ist auch komisch. Na? Ja, aber ich glaube, die nächste Welt hat irgendwas mit Kristall gedönst. Und dann irgendwas auch noch mit irgendwas mit Kristall irgendwie. Und dann gibt es noch eine Welt, die heißt irgendwas mit Katakomben oder so. Hier irgendwie ist was, irgendwas Sailor Moon-mäßiges. Wisst ihr, wie ich meine? Oh, da hinten! Da hinten ist eine Kanone! Seit wann ist sie denn da? Aber ich hab dich ja gar nicht gesehen, du! Komm mal ran jetzt, Fräulein! Oh! Ja, ohne Scheiß, seit wann steht die Kanone denn da hinten? Die hat ja echt kein Schwein gesehen. Die alte Wildsau. Ja, komm mal ran. Gut, dann will ich mich da mal nicht beschweren. Und will da rein. Wenn ich das darf. Darf ich mich irgendwie... okay, ich darf da nicht rein. Oder wahrscheinlich muss ich mit dem Dreisprung machen. Ja, das kann sehr gut sein. Komm, wir gucken mal. Das war so klar. Was geht denn hier ab? Was ist das denn für ein Level? Ist das ein eigenes Level? Okay.
Creepy Castle. Okay. Ja gut, da würde ich mal sagen, Kinas, beende ich den Part mit dieser schmucken Höhle oder mit diesem schmucken Schloss. Und dann würde ich sagen, beende ich jetzt den Part. Bis zum nächsten Mal. Ja, haut rein. Ciao, euer Wilhelm. Naja, muss man ganz klar so sagen. Oh, LG Wilhelm. Oh, Wilhelm Grammeil. Bam. Wilhelm Grammeil. Bam.